Ich sollte wirklich mal mein Zimmer aufräumen. Okay, ich habe es geschafft, mein Zimmer so weit zu säubern, dass hier nicht nur ausschließlich Müll rumsteht. Und zwar haben wir hier jetzt eine schöne Couch. Ich weiß nicht, wie viel das aufgenommen hat. Die Kamera ist mittendrin leer gegangen. Aber hier hat man mal eine schöne Couch. Jetzt habe ich die ganzen Lionecast-Sachen, die ich noch übrig habe, hingestellt. Das ist eine Menge Zeugs, was ich noch von der Gamescom habe. Und ein bisschen was von der Game City ist dazugekommen, so was ihr mir gegeben habt. Dann habe ich da ein Paket, was ganz was Tolles nämlich. Und dann habe ich hier nochmal ein Paket. Also ich habe es jetzt so weit sortiert, dass ich nur noch hier Pakete rumliegen habe. Und die ganze Scheiße ist aussortiert, hier im Mistkübel gelandet. Das ist mal ein Stapel, würde ich sagen. Und ja. Das kann man so langsam wieder als Zimmer verkaufen. I say once to the Bayside, I come alive when a light dies. Overcast where we inside, eyes wide, light twice. My advice don't mean shit tonight, cause I forgot. So, ich bin hier gerade auf der Gumpendorfer Straße und ich hatte jetzt gleich irgendwie so ein Panel, wegen Streaming, ich weiß nicht selbst ganz genau, was das ist. Auf jeden Fall werde ich da ein bisschen was quatschen in einem offenen Diskussions-Q&A irgendwie so. Und dann nehme ich euch jetzt mit. I've been driving though I can't see shit and I've been lying through my teeth just to get the feeling right and feel alright. So girl, just turn the lights down. Da gibt es eine Menge Bier. Ja, es ist so schade. So, wir sind fertig bei dem Game Death Meetup, was ist jetzt genauer. Das war so eine offene Diskussion mit Q&A, alles auf Englisch, mit Leuten, die Zeitungsartikel schreiben, Bloggern oder Game Developern, vor ca. 50 Leuten oder sowas. War richtig entspannt, das sind alles so Studenten, Enthusiasten oder auch selbst Game Developer. Und ich bin mega froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe und sag danke an die Einladung, falls ihr das Video hier seht, an die Leute von Blood Irony Games. War mega cool und ich denke, ich werde jetzt nach Hause gehen, es ist mega spät und ich bin noch in Wien. Also. Okay, wie ihr sicher schon gesehen habt, liegt hinter mir da eine Menge an Zeug rum. Ein Teil davon ist noch von der Gamescom, ein Teil ist von der Game City, das sind Sachen, die ihr mir geschenkt habt. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um das da hinten. Und zwar dieses Paket, beziehungsweise die mehreren Pakete, die ihr schon gesehen habt, die werde ich jetzt auspacken. Da ist was ganz Spezielles drin, was ich jetzt unbedingt haben möchte. Na, wer kann sich schon denken, worum es sich hier handelt? Okay, jetzt vielleicht? So, das ist die neue Kamera. Ich muss mir abgewöhnen, ins Display zu schauen auf jeden Fall. Aber die ist um einiges besser als die alte, denke ich. Nur ich habe absolut keine Ahnung, wie ich mit dem Ding aufnehme. Deswegen kann ich die jetzt nicht mitnehmen, wenn ich nach Wien fahre. Ich werde es noch rausfinden.
Hochzeit. Ich bin so froh, meine erste Show mit so vielen Freunden und Bekannten und allen Leuten, die mir viel bedeuten, teilen zu dürfen. Ja, war schon jetzt. Das war das Filou-Konzert, das allererste, was es jemals gab, und ich durfte dabei sein. Vielen lieben Dank an dich, falls du das hier siehst. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber es war amazing. Es war unglaublich und ich wünsche dir viel, viel Glück auf deinem weiteren Weg. Und ich würde sagen, besser kann man einen Tag nicht beenden. Das war's mit dem Intro. Die checkt gar nichts mehr. Ja. Noch einer. Er macht ein Video oder so? Ja. Von wem? Von ihm. Warum?
Ja, ist ganz, ganz wenig. So, ich war jetzt gerade einkaufen beim Snipes, habe mir zum Beispiel diese Haube gekauft und mal schauen, was wir jetzt noch machen. Der heutige Tag ist nicht so spannend, aber morgen ist dafür dann wieder spannender, da bin ich nämlich bei Starbucks eingeladen. Mal schauen, was noch passiert. Daniel? Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zum Samstag. Heute steht das Starbucks Meetup an, was ich auf Instagram angekündigt habe, mit ziemlich vielen anderen österreichischen YouTubern und ich freue mich da ungemein drauf. Und ich habe gestern eine Menge Zeug eingekauft und habe jetzt so ein bisschen diesen Hipster-Style. Ich weiß nicht, ob mir das steht. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. So, wie sieht das hier aus? So mit einem Long-Pulli, Haube. Ich ziehe gleich noch eine Lederjacke an. Das sollte eigentlich ganz akzeptabel sein und ich würde sagen, jetzt geht's auf nach Wien. So I've been thinking about something. Lately I've been alive. Cause I found my reason in nothing. So I won't close my eyes. So, ich bin in Wien angekommen. Und eine Sache, die ich gleich beantworten möchte, ich habe oft unter meinen Videos gelesen, warum parkst du denn in der Millennium City und fährst dann mit den Öffis weiter? Das liegt ganz einfach daran, es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund, man parkt hier extrem billig. Man steht hier die ersten drei Stunden gratis und danach zahlt man für die nächsten drei Stunden 1 Euro und für die nächsten drei Stunden dann immer 2 Euro. Das heißt, ich kann hier rein theoretisch den ganzen Tag stehen bleiben und werde ca. 15 Euro zahlen. Der zweite Grund ist, der einzige Grund, warum ich mit dem Auto nach Wien fahre, ist, weil ich mit den Öffi Druck ersparen will, dass ich zu einer bestimmten Zeit am Bahnhof sein muss und dann meinen Zug erwische oder verpasse und eine halbe Stunde warten muss eventuell. Deswegen fahre ich mit dem Auto bis hier rein, weil hier komme ich immer hin. Ich kann mit jedem Öffi hierher fahren, ohne ein Problem damit zu haben. Und das ist für den Zug nicht so. Wenn ich den verpasse, muss ich eine halbe Stunde warten und dann habe ich nur einen Zeitdruck. Außerdem will ich mir den Gürtelverkehr auch ersparen, deswegen fahre ich mit dem Auto nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. And I don't wanna be so sad that we are who we are, cause we had no control, but only by the night will we ever make headlines, will we ever make things right when we've only ourselves to blame. Schwedenplatz. Umsteigen zu U4. 1, 2, 2A. Vienna Ringtram. Flughafenbus. When we've only ourselves to blame. Okay. Hallo. Hi. Hi. Geht's dir? Ja. Ja, absolut. Hallo, Michelle. Hallo, erinnerst du dich noch an mich? Ja.
und ihr könnt einfach zu uns hinkommen, mit uns plaudern, was auch immer ihr machen wollt. Ja. Viel Spaß beim Networking miteinander. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch so voneinander kennenlernen würdet. Ja. Ja. Danke fürs Kommen. Ja, genau. Und ganz wichtig, ich habe es voll vergessen. Also vorne steht eine Spendenbox, wir werden uns auch gleich spenden. So, wir sind ziemlich am Ende vom Meetup. Wir haben jetzt 3 Stunden lang geredet, glaube ich, ja. Und hier sitzen ein paar sehr, sehr nette Menschen. Könnt ihr mal alle kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo. Moin. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. War ein cooles Event, von der anderen Seite das mal alles kennenzulernen. Aber ich muss dann jetzt auch los. Ich habe noch einen Aufnahmetermin und ich muss noch ein Video für morgen fertig machen. Das habt ihr dann gestern gesehen. Und es sind noch alle außer der Kim da, deswegen, ich glaube, der Michi geht jetzt auch dann gleich. Aber ich werde mich dann jetzt auch auf den Weg machen, deswegen schon mal Tschüss an euch. War cool. Kommt alle gut heim. So get this doubt out of my head. It's only real if you let it. And I've been letting go of my ghost. I'll never let them catch me. These words are all I have. Ich sag doch, das ist billig hier. And if I just keep. Das ist dann natürlich nicht so geil. Hallo, ich hab's geschafft. Ab nach Hause.